Ja, heute am 19. Mai schicke ich nochmal oder drehe ich nochmal ein kleines Ausflugsvideo. Ich habe mich heute in den Bus gesetzt und bin von Bergisch Gladbach vom Busbahnhof nach Kürten gefahren. Das dauert so 25 Minuten, nicht sehr lang. 15 Kilometer circa in Richtung Bergisches Land. Und ist schon sehr schön. Ich bin jetzt oberhalb von Kürten. Hinter dem kleinen Bergrücken hier ist Kürten-Olpe. Das ist ein Ortsteil von Kürten. Kürten selber liegt da unten im Tal, das ist so circa eine Viertelstunde zu laufen von hier. Auf der anderen Seite kann man von hier aus drauf gucken, ist der Golfplatz von Kürten, auch ein schönes Gelände, wo man drauf laufen kann. Kürten selber, der Ort, ja, ist nichts Besonderes eigentlich. Was ist hier berühmt? Das ist der Lebensort von Karl-Heinz Stockhausen, der Komponist. Da ist unten auch der Karl-Stockhausen-Platz. Also da gibt es, glaube ich, auch hier immer irgendwelche Festspiele. Naja. Und ja, am Sonntag geht hier das rund um Köln, das Radrennen auch vorbei. Die fahren dann weiter Richtung Wipperfürth nach Agathaberg. Das ist die größte Steigung. Ich glaube, da fahren sie zwei oder dreimal sogar hoch. Ist ja so ein Rundkurs. Und ja, man sieht hier schon, die Wiesen sind schon gemäht. Der erste Schnitt. Noch nicht alle, aber teilweise, man sieht es auch hinten im Hintergrund, sieht man auch schon die gemähten Wiesen. Es geht jetzt hier los, die Bauern sind hier im Einsatz. Hier vorne bei dem kleinen Hof oder was das ist, da sieht man auch einen dicken Trecker stehen. Ja, also man ist hier mitten im Bergischen und ehrlich gesagt, bergischer wie hier wird es eigentlich auch nicht mehr. Das sieht eigentlich dann im Bergischen Land überall so aus wie hier. Von daher muss man da gar nicht unbedingt weiterfahren. Okay, ciao.